Herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen kleinen Serie, sage ich einmal. Und die heißt Devil's Tuning Fork. Es ist ein Free Game, was ich nicht nur testen werde, sondern wo ich, jedenfalls Stand jetzt, das Spiel durchspielen möchte. Ich habe kurz reingespielt, das erste Kapitel. Ich werde gleich noch erzählen, worum es geht. Ich habe kurz reingespielt und ich fand es wirklich von der Art her super. Sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch. Die Story ist, wenn ihr sie gleich hört, ich erzähle sie einmal kurz vorneweg. Da kommt noch ein kleines Filmchen vor auf Englisch, der dann erklärt, was denn eigentlich passiert ist. Und zwar folgendes: Eine Epidemie geht durchs Land, sag ich mal, und die befällt Kinder und diese fallen dann ins Koma. Und das Kind, das wir spielen, fällt auch ins Koma und landet dadurch in einer anderen Welt. Und in dieser Welt regiert die Stimme, oder der Ton, besser gesagt. Und Devil's Tuning Fork, die Teufels Stimmgabel, frei übersetzt, genau mit der müssen wir den anderen Kindern, die dort auch versammelt sind und um Hilfe rufen, helfen, indem wir sie einsammeln und aus dieser Welt rausbringen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, nachdem ich jetzt reingespielt hatte. Es hat so ganz leichte Horrorelemente. Und also von der Stimmung her jedenfalls. Noch wirklich viel Horrormäßiges ist mir noch nicht untergekommen, muss ich sagen. Also die Stimmung in diesem Spiel ist überwältigend und ich hoffe, dass das trotz des Lichtes in meinem Raum hier der Stimmung angemessen wird, dass meine Webcam da oben rechts im Blick ist. Denn bei mir ist das so, dass ich, wenn ich hier das Licht ausmache, seht ihr überhaupt nichts. Und hört ihr nun meine Stimme, dann könnte ich die Webcam auch weglassen. Ich möchte sie aber gern drin behalten. Stand jetzt jedenfalls. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in dieses wunderbare Spiel in Part 1 zu Devil's Tuning Fork. Viel Spaß. Area parents are becoming panicked as the child coma epidemic continues. Medical experts are baffled by the number of children falling into sudden comas with little warning. Doctors believe that these cases are related, but no connection has yet been found. Young children appear to be those most at risk. Doctors are advising parents to be aware of the child's whereabouts. Erwachen. Das ist das erste Kapitel in diesem Spiel. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Gehen vorwärts. Dort sehen wir schon die Stimmgabel. Und wir hören Stimmen. Wir können springen. Und diese Stimmen, die wir gerade gehört haben, begleiten uns. Und jetzt haben wir die Stimmgabel eingesammelt und können selber einen Ton erzeugen. Und zwar einen hohen Ton, der uns den Weg zeigt, und einen niedrigen Ton, dessen Bedeutung später noch erklärt wird. Und diese Figuren, die hier rumsitzen, hier in diesem Fall der Hase, das sind die anderen Kinder, die sich darüber beschweren, sie können nicht atmen, es tut weh, wir sollen ihnen helfen, es ist dunkel. Und sie sprechen von einem Monster, das sie hier drin gefangen hält. Wir können Soundwellen konzentrierte schicken, zum Beispiel auf diese Glocken oder auf diese Glocke. Und die öffnet uns dann Tür und Tor. Das müssen wir immer wieder, diese Töne müssen wir immer wieder abschicken. Wir sehen jetzt dieser tiefe Ton. Damit können wir zum Beispiel herausfinden, welche von diesen Platten hier wir betreten können und welche nicht.
mit dem Kreuz sollen wir meiden. Und dort, wo kein Kreuz ist, können wir ganz ruhig drauf treten. Wir hören schon, wer den Kindern zuhört. Hoppala. Sie rufen nach ihrer Mutter, sie können sich nicht bewegen. Und dieses Spiel ist lebt von seiner Atmosphäre und ich hoffe, ihr, das kommt jetzt hier auch gut rüber. Rede ja extra atmosphärisch, etwas gedämpft, in der Hoffnung, dass es passend ist. Und ich bin wirklich, ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt, ich bin angespannt. Und es ist, diese Welt sieht einfach wirklich unglaublich aus. Also ich bin wirklich, ich habe dieses Spiel gesehen und ihr habt es gerade gehört, wenn wir die Kinder einsammeln, sage ich einmal, bedanken sie sich bei uns. Ich weiß nicht, ob ich, also jedenfalls weiß ich noch, wissen wir noch nicht, weiß ich noch nicht, ob wir diese Kinder dann aufwecken oder ob sie einfach froh sind, nicht mehr allein zu sein. Und ich weiß nicht, wohin diese ganze Geschichte noch führt, was noch kommt. Wie gesagt, ich habe ungefähr bis hier gespielt, um mir einfach nur einen Einblick in diese Welt zu geben. Wir können über Spiegel unsere Töne reflektieren lassen. Und jetzt haben wir den ersten Checkpoint. Und es ist wirklich, wenn man nicht, wenn diese Töne nicht auf die Reise jagt, sage ich einmal, stockfinster. Und so. Es soll ein bisschen zum Nachdenken anreizen, dieses Spiel. Denn. Und vielleicht auch zeigen, wie sich die Entwickler das Koma vorstellen. Die Rufe der Kinder. Wie gesagt, ich kann es nur immer weiter betonen, diese Atmosphäre in diesem Spiel ist unglaublich. Und. Ihr hört es von den Kindern. It's dark. Es ist dunkel. Und jetzt habt ihr es gerade gehört. Ich hab gedacht, du bist das Monster. Es macht dasselbe wie du und lässt seine Sounds, also seine Töne, von den Wänden abprallen. Und jetzt, bevor wir in diese Tür gehen, das ist, glaube ich, der Eingang zum nächsten Kapitel. Das war so eine Einführung. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel gefunden. Weil ich mir gedacht habe, etwas Atmosphärisches, etwas Ruhiges, finde ich gut auf dem Channel, gefällt mir auch selber zwischendurch immer mal wieder gut. Wir hatten das ja letztens, also der Komafi und ich, mit Way, was ja auch ein sehr ruhiges Spiel war, aber auch ein atmosphärisches, ein sehr gutes Spiel, wie ich fand. Wer es noch nicht gesehen hat, ist ein Blick wert. Und bei diesem Spiel, ich habe mir den Text durchgelesen, habe mir die Bilder dazu angesehen, 3-4 Screenshots. Und ich dachte mir, das will ich spielen, das will ich ausprobieren zumindest. Hab dann 2-3 Minuten in dieses Spiel reingeguckt. Die Atmosphäre hat mich sofort erfasst. Und wer von euch es selber spielen will, das steht natürlich unten in der Beschreibung, ganz klar. Und ansonsten kann ich nur sagen, weiter geht's. Kapitel 2. Tribulation. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Monster, von dem die Kinder sprechen, ob wir das sind. Oder ob hier doch noch mehr eine Rolle spielt, als nur wir, der hier Töne erstellt. Save all three of us. Alle drei sollen wir retten. Zusammen können sie die Tür öffnen. Okay. Die Kinder helfen uns.
wie vielleicht schon bemerkt, weiterzukommen. Aber ich sehe nur zwei. Und ich muss sagen, es ist schon ein bisschen, ja, komisch, die ganze Zeit Kinderstimmen auf dem Ohr zu haben, die sagen, sie haben Angst, dass sie nach Hause wollen, dass es dunkel ist. Und ich weiß nicht, ob das, was wir teilweise hören, diese Erwachsenenstimmen, die wir hier teilweise im Hintergrund haben, ob das vielleicht sogar das Monster ist oder ob das vielleicht unsere Eltern sind oder die Ärzte, die um uns herum uns behandeln, auf uns aufpassen. Das ist wirklich, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder, muss ich denn jetzt hin? Kann es nur, alles klar. Wiederholen. Atmosphärisch gesehen ist dieses Spiel wirklich erste Sahne, dafür, dass es ein Freeware ist. Und deswegen werde ich hiervon wohl definitiv ein komplettes LP machen. Mal schauen, wie lange das Spiel ist. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es hat, aber ich gehe mal von 3 bis 5 aus. Freewares sind meistens nicht so lang. Aber ich weiß nicht, wie lange die an sich gehen, wie gut wir hier durchkommen. Diese Soundeffekte oder über diese Töne, dieses Level gestalten, finde ich unheimlich gut gemacht. So, die Tür ist offen. Das heißt, wir können jetzt weiter. Hui, ich bin wirklich angespannt, muss ich sagen. Checkpoint, das kann nie schaden. Gehen hier mit dem tiefen Ton. Ich finde, diese Stimmen im Hintergrund sollen, ich glaube, das soll der Horror-Effekt sein. If you collect us both, we can help you cross. Ja, ich bin dabei, euch beide zu sammeln. Einzusammeln. Ja, ich muss wirklich sagen, diese Stimmen. Es ist, ja, wenn man die direkt auf dem Ohr hat, dann kann einen das schon ankratzen, sage ich mal. Deswegen bin ich wirklich angespannt gerade. Ich muss auch dazu sagen, falls ich das noch nicht gesagt habe oder falls einer von euch das vielleicht noch, der jetzt das Video sieht, noch nicht weiß, ich bin kein sehr großer Horrorfan, muss ich sagen. Kommt aber schon näher, oder? Ach, die Brücke baut sich auf. Hat ja gerade eine Frau gesagt, don't kill me? Hier haben wir einen Checkpoint und ich würde sagen, dass ich hier einmal diese Folge beende. Das scheint mir ein guter Moment zu sein, es ist eine kurze Folge, es ist ein kurzes Video. Ich möchte sehen, was vielleicht ihr zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Idee sagt. Und hoffe sehr, dass euch das Spiel so gut gefällt wie mir. Wer es selber spielen möchte, schaut unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde von The Devil's Sound Fork. Ich habe gerade den Namen vom Spiel vergessen, wirklich. Das passt jetzt überhaupt nicht rein. Sehen wir uns in der nächsten Runde von Des Teufels Stimmgabel. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tüdelü.